Ich schnapp mir schon mal ein LM. So, Prinzipiell haben wir ja Zeit. dann kann Jonat auch schon mal wählen. Jetzt wähle ich. Dann wählt Stevie. Dann Leroti. Okay. Ist es eigentlich auch random oder wo hast du die Reihenfolge her? Random.org. Die erste ist jetzt random und Ja, danach sicher, geht oder? es umgekehrt. Und jetzt Lord, ja. Okay. Jetzt musst du bestimmt wieder selber manuell starten, ne? Ja, scheint wohl so zu sein. Ist ja nicht schlimm, dann machen wir das halt. Aber hat sich den Start erzwungen am besten oder so. So, fahr ich diesmal bitte nicht so scheiße? Gut, ich wäre trotzdem letzter, aber das war klar. Mann, jetzt kann ich ja keine Schilder mehr umfahren. Nee. Ja, man kann nicht alles haben. Oh. Oh, da war der erste Dreher. Ich kann mich halt crashen hören. Oh Gott. Oh, ich weiß das nicht. Was war das denn bitte? Ich hab's gesehen, wie schön du gekippt bist. Oh, die Karre kippt gerne beim Das war's dann mit Kirsche und mit Jonas und ja, mit allen. Naja, erstmal müssen wir bis zum ich Ende bin kommen. Letzter, chill mal. Ah, diese Physik ist manchmal so random. Ja. Ja, ist manchmal ein bisschen frustrierend. So. Aber nur ein bisschen. Und nicht drehen. Das Auto. Ja, das tut aus. Die Karre gerne. Wow. Weil man näher an der Stelle ist, ist es halt richtig brutal. Da darf, na! Mann! Da darfst du beim Bremsen nicht lenken, dann drehst du. Weil das halt so eine Bergauf-Geschichte da ist. Da. Das macht der Wagen nicht so. Das ist so kein Auto. Nicht? Nee, leider nicht. Wow, aua. In die Ecke. So. Da bin ich schon wieder. Aber geh weg. Aber Kirsche wird die Bahn nicht mehr gefahren. Ah, Schaltbahn. Geht der Lenkrad jetzt eigentlich wieder oder was? Nö, ich hab mich jetzt dran gewöhnt, den Button zu benutzen. Ach so. Runterschalten. Och nö, Fahrzeug, warum? Da ist ein Stein. Oh ja, ich dreh mich dann mal. Ich hab mir da mal viel Zeit genommen, bis ich das hingefahren gewöhnt habe. Du hüpfst gerade ganz lustig bei mir, Dennis. Ja, ich kann. Ich bin mal gespannt, was Kirsch. Ich bin mal gespannt, was Kirsch hier hat. Weil ich habe eine 3-1 beim Üben gehabt. 3-0-0. Oh, ich hasse dich, Kirsch. Ja gut, beim Üben bist du halt eben auch nicht von vorne gestartet. Ja, gut. Ja, berührt! Das stimmt. Das mit dem Start müssen wir natürlich jetzt immer so machen, aber das ist ja nicht so schlimm. Du bist Erster! Ich dachte, ich drehe mich lieber mal ins Ziel rein. Boah, voll die gute Zeit. Ja, gut, du warst weiter vorne gestanden, aber trotzdem voll gut. Mal wieder Letzte. Ich hasse dieses Spiel. So. Gut, Handy schnappen. Welches Spiel hast du nicht? So, ja, es gibt garantiert eine Menge Spiele, die er nicht hasst. Richtig. Was? Wow. Das trifft doch jeden. Es gibt so viele Spiele, du kannst die alle Spiele haben, die es gibt. Ja, man kann sie trotzdem hassen. Mir ging gerade zum Harmen. Ich wollte es nicht so gemein machen für ihn. So, Calypso Coast kommt jetzt. Calypso Coast. Auch rückwärts. Fünf Runden. Fünf Runden mit so einer F50. Ja. Ach, das ist doch. Wie sollen wir da die Fahrzeuge jetzt nehmen?
Gleiche Reihenfolge wie gleiche das zuvor. Gleiche Reihenfolge, genau. Na, ja, immer freie Sicht. So. Kirsche. So, Ferrier 50. So, jetzt bin ich dran. Jetzt ist Stevie dran. Bin ich dran. Hast du Stevie? Ja! Ja! Okay. Okay, ja, der Server war ein bisschen träge, das zu kapieren. Leruti? Und Lord, jo. Das hab ich auch schon alles gedacht. Fertig. Ich drück da so und so. Dann sind alle. Ja, das, ich muss ja auf die Nachrichten gucken. So. Und die kommen halt manchmal nicht direkt. Dann startet es! So, den fahre ich auf jeden Fall automatisch. Da kommt es manuell nicht in die Züge. Oha! Nein. Oh, da war ich aber sehr konservativ hier. Ich auch. Bleib doch hinter mir, Lord. Nein. Doch. Nein. Ah! Warum muss eigentlich nicht mit jeder Karre ich mich drehen? Weil die Stelle da besonders beschissen ist. Wenn du die zu eng nimmst an einer Stelle, dreht's dich. Du darfst nicht lenken, wenn du da hochfährst. Ja, du musst in die andere Richtung lenken, so riechst du zumindest. Komm zurück! Drück mal alle die Bremse. Guck mal, ob die noch funktioniert. Na, jetzt habe ich gerade ein kleines Rennen mit Kirsche, aber ich fahre nicht so toll gerade. Ich bin wie gewohnt da, wo ich hingehöre. Oh, oh fucking hell. Nein! Oh. Nee, ich will Kirsche wieder gewinnen lassen, weil ich vertausche mir selber. Das kann nicht wahr sein. Das ist so ärgerlich. Ich hätte den kriegen können, wenn ich nicht so scheiße fahren würde. Weil ich war dicht dran. Aber jetzt ist er natürlich wieder über alle Berge. Junge, F50, du bist ein Ferrari, wo ist dein Handling? Och, Fahrzeug, lass es! Der hat bloß das beste Handling vom ganzen Spiel, aber ist okay, Lord. Echt? Ich mag den auch nicht. Der ist geil, der Punkt ist ja gerade im Handling hier. Ja, merke ich, wenn, wenn er sich plötzlich eindrehen will. Ich drehe mich mit ihm auch häufiger als mit anderen. Aber trotzdem komme ich an Kirsch nicht ran, weil ich zu blöd bin. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ist ja auch eine Tatsache heute wieder mal. So. Dreck! Da sind schon wieder Fehler drin, da könnte ich mir einen Facepalm zu geben. So. Mach mal, und zwar so, dass wir es hören. Nee. Dann bin ich ja ohnmächtig, weil das muss ich dann sehr hart tun. Mann, immer fahre ich an die gleiche Stelle und dreh mich! Könnt ich mal bitte richtig fahren? Mann! So, wird er vernünftig hier rüberspringen? Nein, macht natürlich nicht. Warum auch? Nee, ihr habt zu viel verlangt. Der Kirsche Weltmeister muss bereits gesichert werden. Ja, gut, der ist sowieso gesichert, da machen wir uns nichts vor. Weil da habe ich keine Schnitte. Das ist einfach wie es ist. Das ist so krass, hier ist er so gut, ne? Das ist unglaublich, was? Das ist, what the fuck? Fuck, ey. Oh, jetzt nehme ich wirklich jeder mit. Das Fahrzeug wird sich hier wieder drehen? Nee, diesmal nicht. Ausgerechnet dieses Spiel ist Kirsche so gut. Alter, fuck! Ja, das ist echt krass. Ja, und Jonas hat ja auch sein Spiel, ne? Nitro Speed 4. Ist ja sein Ding. Tut jeder seins, ja.
Ja, und ich hab meinen Nice. Ich hab noch keins gefunden. Und ich hab meinen Nice, ne? Bin allen gleich schlecht. Na, bei Need for Speed 4 bist du Dritter geworden. Stimmt, jammer mal nicht, genau. Okay, wo war da jetzt noch eine Wand? Weiß nicht, hast du Unsichtbare erwischt? Uff. Also da war theoretisch einer, aber die war noch einen halben Meter weg von mir. Okay, kann ich nicht beurteilen. Aber vielleicht in einem späteren Video. Wo ist denn Kirsche schon wieder? Ich sehe ihn kaum noch, ich sehe ihn auf der Map ja schon gar nicht mehr. Das ist deprimierend, so um ehrlich zu sein. Kirsche! Das Bremspedal musst du drücken, nicht das rechte Pedal. Nee, das habe ich abgebaut. Das rechte gefällt mir nicht so, Kirsche. Nein! Fuck! Wir sollten das mal bei deinem Auto umbauen, sodass du denkst, dass du Gas gibst und welche halt bremst du dann. Ja, das merke ich im Idealfall. Wie wär's, wir schrauben einfach mal die Bremse fest. Währenddessen musst du noch mit verbundenen Augen fahren. Das ist natürlich ein Problem, dass er das merkt. Da müssen wir auch was einfallen. Verbundenen Augen! Ja, aber das hörst du ja. Also an der Drehzahl. Und ohne Kopfhörer. So langsam wird's echt schwierig, ja. Dann ja, müssen wir das so machen, dass das Auto so umweltfreundlich ist, dass man den Auspuff gar nicht mehr hört. Du schraubst einfach alles runter. So weit runter, dass du den Motor nicht mal hörst, genau. Also mit verbundenen Augen und ohne Kopfhörer kannst du das Auto auch lassen, wie es Oha. Ist. Das wird dann sowieso nichts werden. Jetzt kommt um 2016 also. Musik hier. Jetzt geht's ab hier. Jetzt ist Zeit für Kirsche. Das ist nicht sowieso schon. Nee, Kirsche ist über alle Berge, da habe ich keine. Ich habe keine Chance gegen ihn. Ich habe keine Chance gegen dich alle. Der ist eine eigene Liga da vorne. Die Kurve auch noch im Schneckentempo, also wäre das sowieso nichts. Aber ich habe das beim Nachbarn nicht so viel richtig gemerkt, wie ich da deutlich performanter fahre. Das ist tatsächlich echt ein Unterschied, ob man konzentriert alleine fährt oder tatsächlich mit euch allen zusammen. Ne? Ja, das ist ein Unterschied. Ja, wenn man mit anderen fährt, wird man teilweise so ein bisschen gierig, was die Kurven angeht. Ja, zum einen das und man ist halt weniger konzentriert. Ja, man ist fehleranfälliger. Das ist halt das Ding auch. Das ist eine letzte Runde. Außer Kirsche, der macht keine. Ja, bisher ging's gut, aber sag das nicht. Hättest du mal nicht von Fehler gesprochen, jetzt habe ich einen gemacht. Dennis ist wieder schuld. Wieso denn ich? Ja, du bist immer schuld. Ach so. Du lenkst uns ab. Ja. Nee, ich hab mir. Erst kommst du pünktlich, dann funktioniert dein Internet. Ja. Ich kann euch gar nicht ablenken. Ich habe mit eurer Lenkung nichts zu tun. Kannst mal sehen, du cheatest. Das hatten wir doch schon vorher geklärt. Ja, und Kirsche, was macht der? Der fährt. Der hat Hex. Ich bin aber auch echt nicht zufrieden mit meiner Fahrt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das geht auch besser. Oder er fährt gerade wieder den McLaren. Leider Gottes nein. Ich habe ihn ja gesehen am Start. Es war eine 50. Ja, von hinten. Genau deswegen Hex. Die Karosserie war der R50, ja. Ich erinnere dich an dieses Problem damals bei Lords. Bei Need for Speed 4. Warum hat das 2016 und Doom Eternal so geil gemacht? Das ist der Hammer. Ja, Doom Eternal vor allem. Crazy ist das, echt. Gerade auf. Ich höre sie ganz leise im Hintergrund, während die Musik von Need for Speed viel zu laut ist. Musik? Das ist das Need for Speed und das Radio an, glaube ich. Ja, weil ich vergessen habe, hier wieder alles zu muten. Ich glaube, das kombiniert sich nicht ganz so gut. Seit des Radios habe ich ja schon lange nicht mehr an. Wenn man das ändern könnte, wäre das sehr nett. Kannst du jetzt... Das kannst du im Menü machen. Hier darf man nämlich Escape drücken während des Spiels. Ja, bei HP2 ist das möglich. Ja gut, Dennis hat das Video ja gesehen und hat diese Kuriosität, denke ich mal, gesehen, was passiert ist. Ja, habe ich mittlerweile alles gesehen, ja.
Diese Kuriosität, Escape, plötzlich hackt das Spiel und einer fliegt vom Server. Ja. Böse, böse Escape-Knopf. Sie stehen im Ziel und die Musik wird ruhiger. Ist doch gut, passt doch. Das passt. Oh ne, ich glaube, die Gegner geht gleich nochmal wieder richtig los hier. Die baut sich gerade auf. Wahrscheinlich für die restlichen Fahrer oder so. Meinst du mich? Du bist so auf mich immer warten. Ja, shit. Und da kommt die gelbe Karre reingetrudelt. Wie war das? Man kann tappen in dem Spiel? Der Sieg. Nein, dann fliegst du vom Server. Aber Escape kannst du drücken, das reicht für Musik. Ja. Ja, die... Ne, fucking 1,43. Ja, dann kommst du wieder auf den Server denn danach einfach. Du kannst Tabs raus, fliegst dann vom Server, aber wart noch bitte, bis wir bei der nächsten Runde sind und dann... Ich hab die Zeiten, kannst du machen. So. Es ist unglaublich, 1,43. Alter, ich hab, außer der Startrunde war jede eine 1,43. So, jede. Gemacht. What the fuck? Wie? 1,43,96 und 1,43,60, dazwischen waren sie. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gott fucking hell, wie machst du das? So. Ich bin vorsichtig gefahren. Ja, sagen sie alle, ey. Bin ich bei euch noch drin oder nicht? Ich hab quer zum gespielt, ich hab keinen Plan. Ich stell grad ein hier. 6 Runden. Ja, du bist noch drin. Ach, obwohl, ich bin mir nicht sicher. Eigentlich zeigt er, ich bin mir nicht sicher. Weil du hast ja das Rennziel erreicht, so gesehen, deswegen zeigt er dich noch an. So, ein und ausgehst. Kannst du danach einfach wieder rinkommen, Lord. Ich sehe es ja gleich, wenn es sich... Ah, ich bin noch drin. Sehr schön. No, dann ich kann raustappen. Ja, dann hast du aber... Hast du Fenstermodus oder woran liegt das? Nein. Okay. Ah, so, Lotus Elise war es jetzt, glaube ich. Ja, so. Wir müssen natürlich die Reihenfolge wieder, weil ja Kirsche als erstes. Juhu. Sollten wir jeden Trend machen. Und jetzt bin ich es. So, dann ist es wieder Stevie. Oh, ich hab... Der Server braucht mal wieder ewig, oder? Ja, der braucht ewig, deswegen. Und Lord, aber wir haben es ja. So. Gut, Start. Ja, ich muss wissen, ich kann einfach raustappen. Start. Race. So. So. Soll ich schon mal stehen bleiben und euch schon mal vorlassen? Ich bin so letzter. Entspannte Fahrt jetzt. Chill. 6 Runden lang. Ja, und Hauptsache, chill, und ich nehme die Abkürzung schon mal nicht mit. Also, so kurz ist der Renntag gar nicht. Wir haben dieses Rennen hier. Ah, da kommt noch eine Menge Einrunden-Rennen hinterher. Ja, ich weiß. Ich weiß, dieses Rennen hat jetzt ein bisschen raus. Oh, Need for Speed 1 Musik, yeah. So, und jetzt bekommen wir alle wegen der Musik Copyright Rights. Wegen der doch nicht! Yeah, Need for Speed 1 Musik. What the fuck? Oh, gerade noch bekommen. Du hast beim Üben sonst immer die Kurve geschafft. Aber die nächste Abkürzung wollte ich fast auch nicht nehmen, bin erstmal dagegen gefahren. Dieses Mal natürlich nicht. Nee, bei Need for Speed 1 braucht man sich keine Gedanken, aber da wird nicht mal Tumulte was kriegen. Nicht mal Tumulte. Das Auto fährt gerade echt scheiße, ich weiß nicht warum. Aber es macht Dinge, die es beim Üben nicht gemacht hat. Das gefällt mir gar nicht, dadurch bin ich jetzt auch weit hinten. Der springt jetzt auch noch völlig unnötig, okay. Okay, Spiel, okay. Und ich weiß, so ein Donut im Nacken. Du kannst mich ja mal vorbeilassen. Na, vielleicht später. Nee, jetzt und dann dich weiter nach hinten fallen lassen. Fände ich eigentlich so ganz in Ordnung. Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn der mal letzter wäre, weil... Echt, ne? Ich das mit den anderen Spielen doch immer aus. Nur ich immer das die 6 lesen ist auch scheiße, glaubt mal. Aber ist das nicht das schön, wie smooth das Internet jetzt läuft, wie smooth die Autos mal fahren können? Ja, ist schon erstaunlich. Alles zweistellige Pings hat man selten.
So, und gleich gibt's einen Disconnect. Gleich so ganz plötzlich, wumms! Zum Glück nicht mehr. Das ist das Gute. Zum Glück so, nicht mehr. So ganz plötzlich, so platzt ist der alte Fehler direkt wieder drin. Nee, bei 64er Modulation kann da nichts passieren. Ja, das ändert sich ja, dann sind es vielleicht nicht mehr. Da war einer Kopfer, weiß ich. Hat sich bis jetzt ausgezahlt. Hey, lass mich mal vorbei. Was ist denn der? Was zur Hölle? Wie kriege ich denn da kein Gas in dem Auto hier? Weil das nur 5 Gänge hat. Das hat echt nur 5? Ja. Der 5. ist ein Benzinsparker. Man hat den braucht nur 4 Minuten. Aber... Ich scheine hier eine ganz schlechte Linie zu fahren, damit ich alle überholen. Ja, sorry, ich. Was ist los? Ja, ich weiß auch nicht. Langsame Autos sind bei mir ein Phänomen. Das war ja schon immer so. Langsame Fahrzeuge liegen, denn es nicht. Ja, die erste Runde war ja schon. Also am Anfang schon. Das Auto hat Dinge gemacht, die sehr komisch waren. Nein, was mach ich denn da für eine Scheiße? Hier hatte ich übrigens meinen Screenshot gemacht, Kirsche, wo ich so hochgesprungen bin. Du kennst auch diesen Bug, dass man da auf 0 km/h irgendwo zurückfällt, ne? Bei manchen Stellen. Ja. Und an der Stelle bin ich dann immer gesprungen wie so ein Flummi noch zusätzlich. Und das habe ich 2 geschafft beim Üben. Okay. Oh, what the? Auto, nicht so komisch springen. Es ist eine Abkürzung, ich sehe sie und ich fahre trotzdem gegen die Wand. Was nehme ich? Die richtige Strecke, die Abkürzung oder die Wand? Entscheide dich. Mitten in die Wand. Er konnte sich nicht entscheiden. Er wollte mitten durch. Mitten durch. Er wollte. Das heißt ja mal, entweder das oder das, nehmen wir einfach beides. Aber es funktioniert bei alternativen Wegen funktioniert das nicht mitten durch. Also. Das klappt nicht. Nicht? Nee, ja, da, nicht kannst, irgendwo, da, kannst, da kannst du nicht beides nehmen. Das geht nicht. Och, schade, wollte ich aber. Müsste sich so quantenmäßig irgendwie aufteilen. Quantenmäßig? Mit der gewissen Wahrscheinlichkeit auf der einen Strecke? Ich kann mal kurz einmal aufteilen, so, ne? Solange dich keiner beobachtet, müsste das gehen. Schwierig, ich nehme auf. Achso, ja, dann geht das nicht, ne? Ganz plötzlich ist da die Aufnahme kaputt oder so. Ich fahre da vorne davon, als hätte ich fühle mich so, als hätte ich weniger PS als ihr. Nein, nein, das nicht. Du hast nur unsere Bleigewichte in deinem Wagen. Oh, das wollte ich ja nicht sagen. Er hat die Donuts. Oh, schnell hinter ihm her. Mein Ingame-Fahrer wiegt bestimmt mehr als eurer. Du bist fett, ja. Entschuldigung. Oh, Alter, Jonas. Na, er hat gesagt, sein Fahrer wiegt mehr und ist ja, er fährt ja quasi. Hast du nicht gesagt. Doch, habe ich. Ich weiß. Du hast gesagt, ich hab's nicht gesagt, also scheinst du dir da dessen nicht sicher zu sein. Boah, 208 km/h schafft die Krücke. Echt? Ja. Hast du Windschatten von mir gehabt? 200? Hab ich noch nie gesehen. Ich hab 207 eben drauf. Oh, jetzt hab ich 200. Ich bin Berg runter. Gerade bei Berg runter hatte ich 208 Maximum. Mit dem 4. Gang geht da was. Ich hänge im 5. Ja, das ist der Benzinsparer. Ja, ich kann nicht runterschalten bei Automatik, Mann. Das ist der erste Automatik, wo das nicht geht eigentlich. Ja, aber nicht so viel ist auch nicht. Ja, komisch eigentlich. Bei Nice geht das. Ja. Bei 4 glaube ich doch auch, bei NFS 4, oder? Ja, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ach, da geht's auch nicht? Nee. Müsste ich mich weniger über diese Schaltung aufregen, wenn das Ding hat. Man müsste ja so Sachen nicht anpassen. Ja, das hat ich da nochmal gegenfahren? Nee, das hat andere Gründe. Das kann ich nicht ändern, leider. Das Anpassen ist dafür, dass die Leistungsdaten identisch sind. Weil das ist nämlich ein bisschen blöd bei den 54, dass es bei manuellen Schalten Autos minimal schneller sind. Und das passt halt an. Weil die Gänge da eben halt effizienter sind. Da hast du das ist zwar realistisch, aber finde ich nicht so gut.
fehlen noch so einige Fahrzeuge, die du das machen musst, wa? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie viele Autos hat das Spiel? Glaub, also, das jetzige, so wie wir es haben, meine ich. Zu viele. Irgendwas mit 60, glaube ich. Ja, und davon hast du bestimmt noch nicht mal ein Drittel verbessert, also ausgebessert, glaube ich, oder? Kannst du dir leider nicht sagen. Aber ich werde es halt immer anpassen, wenn dann auch auf ein Auto stoßen, was es nicht hat und es gut ist. Klappt ja ganz gut mit meinen Setups. Weil da meckert nur Windows manchmal am Anfang so von wegen. Ja, frisch ja, trotzdem ja aus. Rennst du da überhaupt? Mag ich dir nicht. Gefürchtet. Komm, das ist meine Chance, mal vor dir zu sein, also werde ich dir noch nicht jetzt auf die Nase binden. Das Problem ist, meistens kann ich dich ja im Rest der Strecke wieder überholen, aber wenn du mich jedes Mal bei diesem scheiß Sprung überholst und das Ziel nach dem Sprung kommt, finde ich jetzt gut. Also ich, dann ist das suboptimal. Also ich finde das optimal. Ja. Wir sollten das Ziel woanders hinterlegen. Kurz vor dem Sprung zum Beispiel. Wir können dich auch nach hinten verlegen. Ja. Doch. Wir können ihn auch so 150 km/h weniger geben. Oh, könnte ja. Ich hier die gleiche Frage stellen? Wie kommst du da immer so schnell rum? Mit Schwung. Ja. Ja. Meistens enger. Oder halt eben manuell. Aber hier glaube ich einfach nur enger. Ich hab's kommen sehen, dass ich dagegen fahre. Und ich habe schon, wollte schon gegenlenken, aber das Auto meinte, nee, ich fahre dann direkt drauf zu. Ah, das war meine Vollgas-Jagd. Fahre ich eigentlich noch? Gute Frage, nächste Frage. Doch. Diese Wand auch jedes Mal mit. Aber mach doch mal einen Fehler, das ist gar nicht gut für meine Nerven. Mach doch selbst ein. Ihr habt ein tolles Racing, da muss man ja echt mal lassen. Ich sag's dir. Ja, tolles Racing ist. Tolles Racing ist relativ. In Mitte des Rennens. Mitte des Rennens hängt er mich ab und am Ende komme ich dann meistens wieder ran. Auto. Also es hapert bei ihm ja nur an einer Stelle. Ja, ich bin zu feige bei dem Sprung. Aber wenn ich jetzt zu übertreibe und abfliege, bist du ganz weg. Das ist schwierig. Ich kann nicht schmerzen, aber mir das passiert. Da ihr relativ dicht dran seid, könnt ihr euch kaum gegenseitig absetzen. Also versucht dran zu bleiben. Nur ich habe natürlich jetzt weniger Punkte, weil ich natürlich weiter hinten bin. Aber ich versuche natürlich dann auch das Beste rauszuholen. Weil das ist ja bei diesem Punktesystem so, dass sich das lohnt. Ja, aber ich mag den ersten Platz trotzdem irgendwie lieber als den zweiten. Das ist richtig, das ist natürlich cooler. Da gebe ich dir vollkommen recht. Auf den ersten kommt nur Cheetah und Hacker. Okay, das war jetzt mal ohne Bremsen, das geht also auch. Mist, der hat das Geheimnis rausgefunden. Aber ich hab noch gelupft, aber es hat diesmal gereicht, um vorn zu bleiben. Hast du nicht der Gas weg bei dem Bär? Okay. Okay. Also ich hab's einmal mit und einmal ohne zweimal ohne gemacht. Aber beim zweiten Mal ohne, dachte ich. Fahr da mal kurz dagegen. Kirsch ist auch so ein Erster, aber nimmt Gas beim Berg weg. Nee, deswegen war ich ja immer nach dem Berg nicht mehr Erster. Ja, jetzt weißt du warum. Gibt der ihm mitten im Rennen einfach Tipps, ey. Ja. War vielleicht ein riesen Fehler, aber dieser Schock war so zu. Was? Oh, diesmal habe ich die Kurve aber gut gekriegt, Kirscher. Da konnte ich den minimalen Meter aufholen. Das finde ich aber nicht gut. Aber es hat noch nicht gereicht, leider. Oh, Mann, ey. Das fahre ich mir zusammen gerade. Neuer Versuch. Mal gucken, ob es diesmal klappt, ohne dass ich dagegen qualifiziert habe. Ei, fahre ich mir eine Scheiße zusammen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Oh.
So, vielleicht schaffst du diesmal den. Nein, was mach ich denn hier? Alter, ja, oh, natürlich. Ja, resette dich doch. Ja. Du hast es geschafft, da mal hochzufahren, Auto. Ich bin beeindruckt. Ich habe mich gerade bei der einen Abkürzung überschlagen. Das Fahrzeug wollte sich nicht direkt resetten. Das, nee, du brauchst eine. Du musst auf einer Minimumgeschwindigkeit runter sein, dass du resetten darfst. Oh, was mach ich denn hier gerade für eine Scheiße? Komm, ich bleib am besten gleich stehen, ey. Ich brauch jetzt aber auch gerade komplett in der 5-Runde Kacke. Das ist der Grund, du musst eine Geschwindigkeit unterschreiten, bevor du resetten darfst. Das nicht. Also du kannst nicht einfach mit 300 resetten zum Beispiel. Ja, da, sag mir mal, du, zeig mir mal dieses Auto, dass das hier 300 kann. Ja, aber ich glaub, mindestens unter 56 oder so sein. Ich stell mir das gerade so vor, der Elise mit 300 km/h. Das wäre was, oder? Letzte Runde. Oh, das ist ein einsames. Ja. Das ist ja wie ein Zeitfahren. Ja, oh, der kenn ich sehr gut. Yo, yo! Was ja? Okay! Aber zumindest ist es Lord weg, ich würde schon sagen, ey. Ich bin mittlerweile wieder Fünfter. Ich bin ganz abgeschlagen wie immer letzter. Bei warum? Vierter wollte ich nun erst recht nicht werden. Warum loten wir eigentlich Plätze aus, wenn ich sowieso immer letzter werde? Na gut, bei einem 6-Runden-Rennen ist es wahrscheinlich echt egal, aber. Das ist schon wieder egal. Wieso hatte ich die Kurve sehr gut gekriegt? Ja, das ist ganz schön. Man kann halt echt gut sehen, was bringt, wenn man eine Referenz hat, die mitfährt. Ja, das Spiel braucht Vektorzeiten und alles. Delta-Zeit, das wäre. Ja, ein richtigen Ghost halt eben, ne? Also ein Ghost-Fahrer. Ja, oder? Die Delta-Zeit würde schon alles bringen. Damals kann man die ganze Zeit mit Delta-Zeit angezeigt. Jetzt bin ich hier so ein bisschen gerupft. Das ist gelandet geschickt. Ganz viele Sekunden Vektorzeit, da weiß man ganz genau, wie man was für Programm bekommt. Nein, das weiß ich nicht mehr, wie ich fahren muss. Kirche ist weg. Es geht rechts lang. Du musst doch rechts abbiegen. Mach mal vor, ich mach nach, ja? Ja, nächste Runde. Nächste Runde ist gut. Nächste Runde. Verrat doch nicht alles. Ich hab auch gesagt, das ist ja in der letzten Runde vorbeigegangen. Das halte ich aber für gar nicht gut. So, was baue ich denn hier gerade für eine Scheiße, Mann? Oha, das klingt nicht gut. Mann! Also ganz happy bin ich mit dem Renner ohne. Es waren viele Fehler drin, die hätten nicht sein müssen. Mit dem ganzen Renntag momentan viele Fehler drin. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen optimiert kriegen, ja? Macht immer Fehler. Ich weiß nicht, wie so ein Rennen ohne Fehler aussieht. Keine Ahnung. Oh, mein Nachgefahren. Das nee, eine Bergstraße war auch beim Nachgefahren. Dann habe ich auch Fehler gemacht. Sebastian, eine Menge Wasser. Oh, was ist das denn, Auto? Ich bin dagegen, lass das nochmal fahren. Diesmal hat den Berg nicht überlebt bei Vollgas, das ist merkwürdig. Aber ist bei dem Rennen ist eh egal. Es war eh scheiße. Desto langsamer das Auto kürscht, desto besser komme ich zurecht. Ja, das ist so komisch. Jonas geht voll ab bei langsamen Autos. Ja. Ich sag davon. Auto, ab. Was ist das? What the fuck ist das? Aber ich war noch ein Zehntel schneller als deine beste Runde. Du siehst schon die beste Runde? Tab drücken. Achso. Ja, und HP2 zeigt mir mal utopische Urpings an. Das finde ich sehr merkwürdig, weil die stimmen mal gar nicht. Also, wir sind alles zweistellige kleine Pings. Ja, aber bestimmt 80 oder so eine Scheiße, ne? 55 bei mir.
Sehe ich auch häufiger, aber ist doch egal. Ich meine, alles unter 100 ja, ist doch super. Aber das stimmt voll überhaupt nicht. Das hat mich schon immer gewundert. Selbst bei dedizierten Servern zeigt dir sonst was für Pings da. Das ist irgendwie total Quatsch. Wahrscheinlich muss der Ping erstmal durch den Netcode durch. Ja. Die stimmen mal gar nicht in dem Spiel, die Pings. Das ist super strange. Aber Dennis, du kamst ja in unsere Bestzeiten gar nicht ran, wenn ich jetzt mal angeben darf. Die waren ja auch alle scheiße geworden. Ach, Mensch. Ja, einfach waren sie wirklich. Ich war mit keiner Runde zufrieden. Ja, hätte ich mich nie zweimal resetten müssen, wäre es auch besser gewesen. Wo ist denn der letzte Fahrer? Ah, da kommt er. Ich wollte schon sagen. Wo kommt wer? Derjenige, der sich da meinte zu überschlagen? Wie hast du das denn gesehen, Dennis? Ich hab's auch erst gesehen, jetzt so. What the fuck? Ich hab grad mal Tab gedrückt. Ihr habt die gleiche Zeit. Nein, ich bin ein Zehntel schneller. Ich stehe darauf. Ah, ich wollte schon sagen. Glückwunsch, du bist Zweiter. Ich wollte schon sagen, ey. Aber 3 Sekunden besser? What the fuck? Wo habt ihr die denn noch geholt, die 3 Sekunden? Ach, der ist mir die ganze Zeit nur nachgefahren. Ich bin konstant fast immer besser gefahren jetzt. Fast außer in der fünften Runde war ich am besten. In der letzten sechsten war ich minimal schlechter. Also 3 Sekunden ist komisch. Das ist ja... Was? Gebe ich schon wieder keinen Vollgas oder was ist hier los? Vollgas ist überbewertet. Das ist ja... Wow. Okay, das ist irritierend. Als wenn ich keinen Vollgas gebe. Ich find's lustig, wie ich tatsächlich der Einzige bin in der einen Runde mit 208 km/h. Andere nur 207. Ja, das hatte ich bloß eine Runde. So, Tropical. Ich eher 204. Warum auch immer ich nur 204. Ob es in einer Runde war, kannst du dich sehen, oder? Okay, dort. Ich hab's bloß in einer Runde gesehen an der Stelle. So, also danach hatte ich immer 207. Ich find's interessant, dass. 3 Sekunden, ey. Mit dem. Okay, das muss ich analysieren in euren Videos, was ich da so dermaßen verkehrt mache. Ich find's interessant, dass ihr 207 geschafft habt. Ich hab wohl nur 204 geschafft. Okay, so. Jonah, Deal, wir laden diese Strecke nicht hoch, um Demon zu ärgern, okay? Das... ja. Also, das ist echt merkwürdig. Puh, na gut. Jetzt kommt die Dot-Gefieber. Ja. So, Ich will immer noch wissen, warum ihr schneller wart als ich. So. Wo ich auch Vollgas gegeben hab. Nimmt dein, funktioniert denn deine Pedale diesmal ordentlich? Divi! Ich hab doch schon zwar zu groß. Oder hast du diese Abkürzung gefahren, wo du den Berg runterfährst? Da haben wir diese 207 gekriegt. Und Lord. Genau. In jede Abkürzung gefahren. Na, da am Strand da lang. Ich bin jede Abkürzung gefahren. Hm. Ey, Jonas, du warst Automatik, ne? Nein. Ah, okay. Ey, das irritiert mich jetzt wirklich ein bisschen, wo ihr 3 Sekunden rausgeholt habt. Der ist strange. Ich hoffe, dass mein Gaspedal da voll was gibt. Das befürchte ich nämlich auch, warum ich nur 204 gefahren bin. Naja, also wenn Jonat auch manuell gefahren ist und du ja wahrscheinlich Automatik, würde ich mal schwer darauf tippen. Nee, hallo Baum! Ja! Ich bin ja manuell. So, seid ihr weg? Schön, ich fahr jetzt dann. Ich bin gerade echt stehen geblieben. Weil ich bin ja der Einzige, der scheinbar gegen den Baum gefahren ist, wie immer. Ja, ich bin gerade noch rechts an dem vorbeigefahren. Ich wollte, aber mein Fahrzeug meinte genau zum Baum zu rutschen. Weil 3 Sekunden, das ist ja nicht ohne Ball in der Rennen gewesen. Also das ist schon strange. Entweder hast du in jeder Runde ein Crash oder stimmt wirklich was nicht. Er hat wahrscheinlich seine Cheats vergessen. Ah, der Pi-Auto. Warum nicht da lang? Genau. Diese Strecke mag ich so überhaupt nicht, also die Tropicals. Weil mir die überhaupt nicht liegen. Dann sollten wir die häufiger fahren. Nee. Ja, pass aber auf, dann krieg ich mir Übung, ob das so gut ist. Okay. Das ist das einzige Mal, ich hab grad mal geschaut. Na hey, gut, diese Strecke ist das einzige Mal, ja. Nein, ich meine, Tropicals in sich. Oh, da rutscht jemand. Das nutzt nicht. Rote, ich hab das gleiche gemacht, ich hab auch einen Drift gemacht. Ja, der driftet aber ganz schön. Also, der ist ganz schön. Also.
Gott. Gestorben. Aber ja, wirklich. Interessant am Rutschen. Yo! Ehrendonut. Ehrendonut? Komm rum, Auto! Pff. Oh nein! Mein Auto dachte sich gerade, hey, ich fahre mal zweimal. So. Ich bin da an einem Pixel hängen geblieben, wie Rotri. Wo bin ich gerade eben hingefahren? Ich verstehe es gerade nicht. Ja. Das ist ja überhaupt nicht mein Zack hier. Du hörst zu jammern und fahr. Ich versuch's. Das ist gar nicht so einfach heute. Was, mit dem Aufhören zu jammern oder mit dem Fahren? Beides. So. Und dann bleib kurz mal ständig, wenn ich überholen. Emil, vergiss die Pfeiler hier nicht. Warum ich mich kenne, fahr ich sowieso. Hab dich gewarnt. Dagegen! Hab dich gewarnt. Ja, ist mir gerade sowieso langsam mal jetzt scheißegal. Den nächsten Rennen fahre ich gleich noch mit Halbgas. So, was bringt genauso viel? Also, ja, das hatte ich das Gefühl im Vorrennen gehabt. Das sind 3 Sekunden und das ist strange. Wo soll man die noch rausgeholt haben? Ach, sehr gut. Jetzt haben wir ihn komplett verwirrt. Es geht bei dem gar nichts mehr. Wer, bei mir? Ja. Na. Voller Selbstzweifel. Zweifel daran, dass mein Lenker voll ausgibt bei so einer Sache. Da kriegt man dann schon Zweifel, ja. Ja, was soll das Auto. Denn? Nein, Auto! Oh, da fliegt er ab. Ah, jetzt hab ich die Abkürzung verpennt. Das sah sehr gut aus, oder, Liruti? Ja, du, ich hab mich gedreht, so schlimm ist das nicht, dass du sie verbrennt hast. Glaub's mir. Wow, ey. Nein, Wagen, ruhig! Wer ist jetzt eigentlich der Erste? Ich starte jetzt aber immer vorne. Und geht's weiter, verpennt. Ich frag, wer Erste ist, das ist eine dumme Frage. Echt, ey. Abgesehen vorhin, wo Jonas überholt hat. Aber der scheint weit weg zu sein. Jojo. Ja, der ist vor mir. Wir fahren dich, das Auto ist zu schnell für mich. Die Abkürzung durfte ich nicht nehmen, hat das Spiel gesagt. Nee, du dötzt da mal eben an, damit du bloß nicht an die Abkürzung darfst. Du musst dir mal mein Video angucken, was ich in der Abkürzung geschafft habe, Stevie. Ey, du! Ach, verdammt. Das ist ein kompliziertes Auto, finde ich. Zumindest auf der Strecke. Ich soll... Nee, ich mach lieber nicht. Geh weg, Demon! Geh weg! Aus! Oh. Nein! Ah! Oh. Geh weg! Ich rutsch lieber weg! Ah, was war das denn? Das ist doch die Palme! Ah! Na, Palme nicht getroffen, disqualifiziert! Ich hab fast die falsche Palme angevisiert, Kirsche! Hast du das gewiss? Die eine, die vor der Palme versucht. Zu. Ja! Nee, aber nicht getroffen! Nee. Aber die, ich hab die eine Palme vorne davor auch gerammt, die vor dem Ziel steht. Ja, da hat so ein bisschen zu viel. Ich wollte beinahe die falsche Traditionspalme mitnehmen. Warum fahr ich denn überall gegen? Und dann hättest du nämlich wieder gewonnen, Kirsche. Das wäre aber leider nicht nur. Das wäre lustig gewesen. Ich hab nämlich beinahe die Palme verwechselt, ey. Oh Gott! Ich hab sie zum Glück nur gestriffen. Das wär's doch gewesen, Traditionskirschpalme verwechseln und Kirsche doch gewonnen. Alter, das wär. Oh Gott. Das wär so. Boah, das wär fail gewesen. Hätte ich super gefunden. Das glaube ich dir. Du bist Zweiter. Wieso höre ich niemanden hupen? Ich hab gehupt eben. Das hättest du früher sagen müssen. Oh. Disqualifiziert. Ja, ich hatte vielleicht ganz laut ab und zu irgendwo gehupt. Oh Mann, ey. Was war denn das für ein lustiges Ende, ey? Verwechsel ich fast die Palme. Oh Gott. Das ist... Das kann nicht sein. So, was haben wir jetzt schon? Dreh dich, Randy, so. Mediterranean Paradise.
Mediterranean Paradise mit Türkenkarre. Ach, den schon wieder. Das definieren ist, ich weiß sogar, welchen er meint. Das ist. Achso, ich muss ja wieder die Dings aufklappen, wer wann startet. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile eigentlich schon im Kopf, oder? Ja. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe auch ein Kurzzeitgedächtnis, so ist es nicht. Ja, das haben wir alle. Wir haben alle ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Na, ich glaube, meins ist noch schlimmer dran. So war das nicht gemeint, Dennis. Er hat es nicht mal verstanden. Los. Dennis, du bist dran. Ja, ich überlege gerade manuell oder automatisch. Ja, manuell, ich versuch's einfach so. Kann eh nichts mehr viel schief gehen hier. So, Steve hat gewählt, okay. Ansonsten kannst du rückwärts fahren. Da gibt's nur einen Gang, da ist es egal, ob Automatik oder manuell. Start. Race. Ja, das ist ja lustig, dass ich das jedes Mal jetzt selber starten muss, aber gut. Dann ist es halt so. Ein bisschen eigenartig. Wäre schon ratsam, das zu tun. Boah, shit. Bleib stabil. Na, Jonas, das war wohl nicht so ganz. Ich wollte mir die Wände ein bisschen genauer inspizieren. Auto bleibt hier. Wie, er verhändet uns Janine? Nee, das war Petra. Achso, Petra, okay. Achso, gibt's ja neue Verbandnamen. Okay. Na klar. Okay. Noch bin ich da dran an der Kirche. Jetzt mal einen dicken, fetten Unfallkirche, ne? Damit ich auch mal vorbeifahren kann und dann wird alles gut. Ne? Kleiner reicht, ja. Aber sehen von den letzten beiden Rennen würde ich sagen, den mache ich dann erst kurz vor Ziel, um es spannender zu machen. Ja. Sicher, mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ich wünsche mir jetzt den Need for Speed 2 und das Auto vor einem überschlägt sich. Das wäre jetzt genau das Richtige. Ja, ich habe hier ein paar Schaltungsfuck-ups. Ja, das war keine gute Idee. Nein, ja, oder du bleibst hinter mir. Ich hätte doch automatisch fahren sollen. Okay, warum wird die Hupe immer heller? Heller? Achso, du meinst von dem gegnerischen Auto? Ja. Es ist irgend so ein Typ namens Doppler gewesen, der ist daran schuld. Oh Mann. Ah, hinter mir! Ich will wieder Kollision haben! Wir hatten noch nie Kollision, also warum willst du es wieder? Das bittere, das Lenkrad scheint Vollgas zu geben, weil jetzt bleibe ich an der Stelle dran. Aber wo habe ich dann 3 Sekunden liegen gelassen? Das verstehe ich nicht. Er kommt nicht drüber weg. Nee, da komme ich nicht drüber weg. Das ist sehr spannend für mich. Die waren besser als du. Ja, aber 3 Sekunden? Ja. Bei der Karre und den Bedingungen? Ja. Also, das ist... Auf die Videos bin ich sehr gespannt. Ja, was zahlst du denn? Ein Klick auf YouTube.
glaube, ich lade es erstmal hoch mit dem einen Rennen ausgeblendet. Ton darfst du hören, aber Bild mache ich schwarz. Gut, den fahre ich jetzt hinten in das Heck. Boom. Damit das Auto für immer kaputt ist. Aber ich hätte schneller sein können mit Automatik, glaube ich. Ich habe viel Fuck-Ups mit der Schalterei gehabt. Ja, das ist immer noch so ein bisschen Übungssache bei mir. Aber ich habe halt auch keine du Lust, hast das Rennen gewonnen. Zu liegen. Das ist auch blöd. So, Server konfigurieren. Also ich bin eigentlich ganz ohne R. Wetter Zeit. So, wir müssen wieder zu den Renntagsstrecken. Zack. Komm, dreh dich. So, wir haben jetzt nochmal Island Outskirts. Aber ich glaube, diesmal mit der Dodge. Island Outskirts rückwärts. Okay. Ah nein, jetzt kam der andere Ferrari. Nein, der Coupé. Nur eine. Ah, scheiße, den Coupé habe ich verpennt. Ach, das gottverdammte Coupé. Ja. Oh nein. Womit habe ich den denn jetzt? Aber ernsthaft, den verdient? Was macht denn da das Random-Ding? Wir fahren quasi jedes Mal den HSV-Coupé. Und ja, aber nur ein... Sind wir den CLK schon gefahren? Noch nie, glaube ich. Nur eine Runde. Das war eine Runde. Der LM eine Runde. Achso, ich meine es jetzt. Ja, aber trotzdem. Der HSV-Coupé kommt quasi jedes Mal dran. Jedes Mal. Ja, den hat er irgendwie lieb, ja. So, ich muss Auto wählen. Ja, ich überlege schon gerade schon wieder. Aber nicht in Gelb. In Schwarz. Ich fahre den jetzt automatisch Kapok auf der Karre. Dreckskiste. Wir könnten dem HSVGP ein Tuning verpassen, irgendwie 100 Kilo raus oder sowas. Dann wird er dann fahrbar. Dann fährt er ja noch schneller und das heißt, er schaukelt sich noch schneller auf. Also, weil hohe Geschwindigkeit. Sind die Federn ja auch besser bei, wenn es weniger weil die, ja, aber nee, ich glaube, das hilft dem Auto noch nicht. Da muss man wirklich direkt an die Federn ran. Na gut, dann fahr du mit dem und ich fahre den mit 100 Kilo leichter, wenn es geht. So, automatisch, Schnauze voll jetzt. Die Karre tue ich mir nicht an. Sechs Gurke. Ah, sieh mal einer an, kaum fährt man Automatik und schon läuft das wieder mit dem ersten. Ja, klar, beim Start gewinnst du halt gegen den, ja. Ja, das ist halt nicht. Auto. Natürlich wieder die Abkürzung nicht. Juhu! Das fängt man ab. Jo. What the fuck? Du hast besser gekriegt, du hast gut eingeführt. Das ist bitter, wenn sich etwas umhört. Der Gegner nein! Ja, natürlich kommt sie da nicht rum. Nein, da kommt er einfach nicht rum in die Kurve. Wie konnte ich dem Auto mal was zutrauen? Nee, das war. Oh, ich hasse das Auto. Der ist schon ziemlich crap, ja. Moin. Yeah! So. Och Mann! Okay, alle hassen das Auto. Ich meinte mich wieder mal drehen zu müssen. Das habe ich auch geschafft. Dieses Auto. Ja, der hat sich nicht ernsthaft jetzt auch noch gedreht. Ja. Wer hat sich bis jetzt noch nicht gedreht? Ach Mann! Nicht schon wieder, ey. Nein! Ich konnte die Abkürzung nicht drehen, ohne zu drehen. Ich habe jetzt schon zwei Drehungen gemacht, also reg dich mal nicht auf. Ich müsste nur einmal resetten. Ich liebe dieses Auto jetzt schon. Aber beim zweiten Mal habe ich einen schönen 360 gemacht und konnte gleich wieder so weiterfahren, aber leider war ich fast das 0 km/h runter. Das ist eine sehr interessante. Auto, hör auf! Hör auf zu hüpfen! Warum ist Kirscher nur Dritter? Weil der das Auto auch hat, ich das haben wir resetten musste. Das haben wir beim letzten Rennstart schon festgestellt. War Nein! Was? Doch, ernsthaft? Das ist falsch gefallen. Aber die Route scheint auch nicht zu lieben. Ich nehme mal die Route. Das ist aber komplett. Nee, du bist nicht manchmal im Wasser gefahren. Das ist falsch gefahren. Naja, für mich ist nicht so falsch. Im Wasser komme ich nicht ganz gut. Ja, überschlag dich halt nur! Ja, ich hab mich jetzt auch gerade überschlagen. Boah, wie der Unterschied. Der überhaupt steuert. Steuerung, was ist kann das? Kann man die dieses Fahrzeug reingebaut haben, bitte irgendwie erdrosseln? Ja, musst du irgendeinen Mitarbeiter von EA erdrosseln. Ich glaub, der arbeitet nicht mal mehr. Ich glaub, der wurde deswegen gefeuert. Der ist in diesem Auto tödlich. Auto rum! Oh.
da war aber jemand hinten dran, du alter Schwede. Hab ich gar nicht mitbekommen. Greif mich hier mal zwischen ein. Passt nicht ganz, glaube ich. Oh, der Dreher, der ist ärgerlich. Ah, hallo! Ah, ja! Mann! Ja, genau! Nicht den Baum! Natürlich, ich bin die ganze Zeit Fünfter. Und bei dem Sprung überholt mich Schlott. Glückwunsch, das gibt doch du überhaupt bist Dritter. Sinn. Ruti crashfrei durchgekommen oder auch resetten müssen? Nö, muss nicht. Aber in der Abkürzung... Wieso bin ich eigentlich immer der Langsamste von euch allen? Ja, deswegen bin ich ja Letzter. HP2 liegt ja anscheinend nicht so sehr. Ja, das war gerade war echt nur Glück. Aber ich hat's ein bisschen mehr rausgehauen als mich. Mehr. So. Aus irgendeinem Grund. Was der Grund ist? Ich bin der Grund. National Forest haben wir jetzt. Glaube ich noch nicht mal. Den National. Ich habe ja die. Wald. So. Den hat er genauso genommen wie du. Deshalb hatte einfach nur ein bisschen Glück. Und mit der Dot Gefieper. Oh ne, ist am Heck doch so scheiße. Ja, bei National Forest passt der, aber. Die Strecke ist besser, ja. Ja, die ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Aber der Berg ist giftig. Mit dem Auto. Naja, das stimmt. Mein Gott, seid ihr schnell. Ich will noch eine Farbe suchen. Du kannst ja alle Zeit der Welt lassen mit deiner Farbe. Ja, weiß jeder Bescheid, wer dran ist. Das ist ja, irgendwann lernt man es. Ja, du musst dich so ja nicht merken, der vor dir ist. Richtig. Ja. Das beachte ich auch gar nicht. Und ich hab's besonders einfach, nicht wieder gar nichts merken. Auch wieder, ja. Ja, du machst als erstes und fertig. Ich mach einfach so wie immer, so schnell ich kann. Auch oh, da ist eine Abkürzung, die dachte ich, nee, nehme ich mal nicht, deswegen überholt sie mich auch alle direkt. Wegen der Barrel Roll gemacht? Ich dachte, Abkürzung heißt Barrel Roll. Ich hab ehrlich gesagt, ich bin die Schiffrollen der für links oder rechts? Rechts! Rechts! Ja, das kann man ja zum Glück auf der Map sehen hier rum. Man kann auch einfach fragen und das Gegenteil von dem Gerufenen machen. Ja, und danach sagen sie es dann richtig. Und man macht das Gegenteil, oder was? Und das ist die Stelle, die wir jetzt gehen. So, okay, jetzt verlade ich mich von deinem Heck. Viel. Bisschen Airtime. Hallo, Ball! Oh Gott, ich hab alles schon. Ich muss jetzt komplett regulieren. Oh Gott, was fahr ich denn jetzt hier? Auto, hier, Mann. Komm! Nein, und ich hab den Baum mitgenommen. Deswegen sag ich, ich hab Angst vor dem Berg. Ich war da ganz konservativ. Oh, ja, Bretter! Nein! Ja, ach, warte mal. Ratet mal, wer es hier geschafft hat, sich zu drehen! Dennis, Stevie? Schön wär's. Ja, ich bin in. Hallo, wo fahr ich hin? Hallo, Baum! Oh, Jord aber auch. Ach nee, du hast den Baum mit Zweiter geworden. Ich hab so einen Schiss vor diesem scheiß Berg gehabt. Bei irgendwem klemmt die Hose. Wisst ihr, was so richtig frustrierend ist? Die ganze Zeit Letzter zu sein. Ich wollte den Berg nicht schneller fahren. Ich hatte so Angst vor diesem scheiß Berg. Oh Mann, ey. So. Also ich bin zufrieden. Also diese einzelnen Rennen könnten wir auch mal irgendwie bleiben lassen, oder? Kann man den random nicht einstellen, weiß ich nicht, 2 bis 6 Runden oder 2 bis 8 von mir aus, aber die eine Runde rauslassen? Parklands. Vorwärts und gespiegelt. So, jetzt kommt aber der Ferrari. Der Barchetta. Und der ist auch scheiße. Für mich ist alles scheiße. Ich habe keinen Unterschied da drin. Du brauchst was Langsames mit viel Handling. Ja, Barchetta, wo ist denn der da?
Wie viele haben den ein bisschen rot genommen? Fast alle, so wie es ausschaut. Ja, Ferrari fahre ich nicht, das ist ganz klar, ne? Erinnert mich ja an diesen Joke, den wir aber in Fast Speed 4 machen wollten, aber nicht alle mitgemacht haben und dann ist sie gar nicht ganz hier. Zu dem Transitionsbaum, das wir nachher. Wow. Natürlich! Bibi, mich hat jetzt auch gerade gedreht. Ja, komm, überhol mich doch, ey! Ich hab schon extra gebremst. Relevanz. Uiuiuiui. Müsst ihr hier so einen Qualm machen, Leute, ey? Was denn? Ich bin hinter dir. Die meine ich ja nicht mal. Oh, danke, Stevie, dass du mir zeigst, wo es lang geht. Die hätte ich jetzt beinahe verpasst. Und wow. Dennis, ich habe jetzt den Bug wie du einmal, dass der einfach der eine, der nur Qualm abgibt. Oh nee, das ist furchtbar. Überhol ihn einfach. Na, Krampf, das ist scheiße. So, dich komme ich leider nicht ran. Dafür fehlen mir die nötigen Skills. Das ist die letzte Runde. Oh, zwei Runden. Ach, scheiße. Du musst dich den Beat machen, jetzt fahr weiter. Oh nein, ich wusste, dass es heute passieren wird, dass ich das schlecht einmal... Schlecht in meinen Fahren, oder was? Er hat den Feed gemacht und dachte, er wäre in der letzten Runde, oder was? Oh. Ich dachte, das wäre ein... Das Geile noch... ist, das Spiel sagt noch die letzte Runde. Ja, da habe ich dann auch gemerkt, das war sehr hilfreich. Ich ging von einer Runde aus gegen. Mit einem Grund. Oh nein. Das Spiel sagt noch so die letzte Runde und die... Ja, das fällt ja trotzdem schon auf den Kopf. No. Ich hab aber auch einen Fehler gemacht, Dennis, also lass mal. Ja, aber wahrscheinlich nicht so ein. Nee. Meiner war nicht beabsichtigt. Warum bist du jetzt von einer Runde aus so eine Scheiße? Och man, was ist denn das heute für ein Tag, ey? Geht da ja, gar nichts. Ein Rundentag. Also heute geht ja mal gar nichts, oder? Das ist furchtbar heute. Nur Fehler, dann mache ich so Müll. Wow. So kriege ich ja Kirsche nie wieder. Ja, jetzt habe ich gerade echt meine Ruhe, ne? Keiner, der dir im Nacken hängt. Warum nur? Da ist. Ja, warum nur? Boah, jetzt kriege ich dabei so viel weniger Punkte. Das ist natürlich auch schwierig, Wetter in der Saison jetzt aufzuholen auf ihn. Ja, eigentlich Saison schon mal laufen. Wegen diesem einen Fehler direkt jetzt das erste HP2-Rennen in der Saison direkt komplett schwer aufzuholen. Wird es, weil das wird schwierig, ja. Dann er muss wirklich Kirsche schon selbigen Fehler reißen, sonst... Also das war wirklich so ein Gleichheit schon entsteht, was wird bei Kirsche nicht passieren. Ah, Mann, das gibt's. Das ist ja bescheuert, ey. der war geil. Ich bin nicht letzter. Glückwunsch. Ich hab erstmal den Piet gemacht, wirklich. Mensch, sowas bekloppt das, ey. Das war der Renntag, ne? Ja. Ja. Das ist ein geiler Abschluss des Renntags, ey. Oh Mann. Dennis, Beschreibung unten. Fuck, ich dachte, es gäbe nur eine Runde. Ist mir aufgefallen, es gibt zwei. Oh Mann, wie dämlich ist er das bitte? Letzte Runde absolut verkackt, nur gedreht und alles. Ach. Egal. Naja. Aber war ein lustiger Renntag, trotz vieler Fehler. Oh Mann, ey.